Hallo zusammen, salve a tutti. Ich muss heute um 17.45 Uhr weg, deswegen mache ich diesen Film jetzt schon am Freitagabend ich fange an um 16.52 Uhr. Der klackert also noch ein bisschen nach, noch gut und gerne 40 Minuten, aber da kann ich jetzt heute keine Rücksicht drauf nehmen und sonst müsste ich ihn erst morgen machen, also mache ich ihn jetzt. Der Handel wird bestimmt von Schlagzeilen. Ich gehe gleich mal mit euch auf den 10-Minuten-Chart. Wegen heute 13.52 Uhr Verhandlungsbereitschaft. So Substantive wie Waffenstillstand oder Truppenabmarsch, die werden hier die Börsenwelt kurzfristig beherrschen. Oder was wahrscheinlich ist, was irgendwann kommen wird, Inhaftierung von Selenskyj oder von den Klitschkos. Damit muss man einfach rechnen. Vor diesem Hintergrund habe ich mich entschieden, dass ich übers Wochenende auch im Index keine Position mache. Ich glaube, und ich werde es euch gleich zeigen, im 10-Minuten-Chart, der Markt bietet während des Tages 2 bis 3, sagen wir mal, offensichtlichere Chancen an. Und da mache ich da lieber die, als mich hier übers Wochenende, aber auch generell, also auch eine Nacht vom Montag auf Dienstag, ich sehe da keinen Grund, dass ich mich da irgendwie exponieren muss. Es gibt genügend Chancen während des Tages. Ganz kurz hierzu. Das ist jetzt der Tageschart. Ich habe hier zwei Linien. Das hier soll schwarz sein und das hier soll blau sein. Also ich erkenne, dass das eine ist heller als das andere. Ich wollte es euch nur noch mal zeigen, dass das Corona-Tief bis zu dieser Bewegung hier hoch und dann hatten wir das 38er Retracement in schwarz bei 13.212. Das ist also diese Geschichte hier. Und der blaue, das ist der, das war das Anfang November, Ende Oktober tief im letzten Jahr bei 11.434, vom vorletzten Jahr war das doch, ja genau, von 2020. Und auch bis zum Hoch und diese beiden Linien treffen sich halt hier, deswegen habe ich hier diesen grauen Kasten hingesetzt, das ist also meine Erwartung bis in den April rein. Ich mache jetzt die schwarze Linie weg, ich wollte es nur noch mal erklären, woher das kommt, kommen wir, so, löschen. Und jetzt können wir da näher rangehen. Wie gesagt, ich möchte euch was zeigen in 10 Minuten. Vielleicht hilft euch das. Bei so schnellen Bewegungen, die der DAX momentan macht, kann man natürlich auf 4 Stunden schauen, auch auf den Tageschart und so. Aber immer so, um richtig handeln zu wollen, da muss ich tiefer gehen. Ich persönlich bin kein Freund von der 5-Minuten-Geschichte. Da sitze ich ja den ganzen Tag vom Bildschirm. Da darf ich noch nicht mal auf die Porzellanabteilung. Ist nicht meins, das lasse ich den jungen Leuten. Aber hier ist jetzt der 10-Minuten-Chart, kann man auch ersatzweise mit 15 machen. Das erste ist die Slow Stochastic. Bei mir steht sie mit 10,33. Ich habe kein Problem damit, wenn einer im 10-Minuten-Chart ist und macht eine 5,33 draus. Ja. Aber das ist Geschmackssache, das ist ein bisschen schneller. Ich habe 10,33. Hier haben wir also das Gap von dem 23. auf den 24., also von Mittwoch auf Donnerstag. Und dann kommt man hier rein. Autsch. Er geht erstmal ordentlich runter, fieses Gap, großes Gap. Er geht erst nochmal ordentlich runter auf die 13.800. Macht eine super schnelle Bewegung auf die 14.200 und säuft dann nochmal ab. Jetzt kommen verschiedene Dinge zueinander, was ich euch beibringen will. Das eine war, ich glaube, es war vor einer Woche der Film oder vor 1,5 Wochen. Oftmals in den letzten Tagen war es so, dass um 14 Uhr der Markt Druck bekommt. Das kommt dann von den Amis. Das hier ist 14 Uhr. Da war fast gar nichts. Das waren mit Mühe und Not 100 Punkte, die sofort wieder abgefangen wurden. Ich habe das im Facebook-Chat auch geschrieben. Komisch, da kommt überhaupt kein Druck von den Amis. Jetzt ist es so, dass ich ganz gerne eben, deswegen habe ich das mit der Stochastik erklärt, ich gehe im Tageshandel ganz gern rein mit der Stochastik. Ich schaue auf den 10-Minuten- oder 15-Minuten-Chart. Ich gucke da nicht so sehr auf das MACD. Ich schaue auch bei 10 und 15 Minuten nicht so gerne auf die Bollinger Bänder. Die sehen dann aus wie so ein EKG mit Vorhof-Extrasystolen oder ein MRT mit Lymphgefäßen. Ja. Die sind mir zu, ich gucke auf die Bollinger Bänder ab und an bei einer Stunde, ab 4 Stunden auf jeden Fall, Tag sowieso, Woche auch. Aber nicht in den kleinen Zeiteinheiten, aber sind halt hier drin im Chart. So, wie geht es jetzt um diesen Punkt hier, den da? Und den ziehe ich jetzt hier mal hoch mit dem Cursor, mit dem Kreuz. Jetzt muss ich schauen, wo ist es? Hier geht's von unter 20 auf über 20. Das ist diese Kerze hier. Da entsteht ein Kaufsignal. Und dann entsteht ein Verkaufsignal. Jetzt bin ich hier. Entsteht, lege ich es richtig an, hier. Da geht er von über 80 auf unter 80. Das ist da. Ist auch gut.
Hier lief es jetzt mal nicht so. Da ging er einmal rein und dann hat er sich gleich nochmal gedreht. Also sehr unsauber. Ich mag diese Sinuskurven. Das weiß ich natürlich auch nicht immer. Deswegen muss man ausprobieren. Ist auch ein bisschen blöd. Er gibt hier ein Kaufsignal. Das ist hier. Und dreht dann, und dreht dann gleich nochmal ab. Und bei solchen Märkten sind es gleich 100 Punkte. Hier war die Geschichte mit 14 Uhr. Kein Druck von den Amis. Kein neues Low. Es ist zwar nett, dass das hier jetzt das 50er Retracement ist von dieser Bewegung vom Ende Oktober 2020 bis zum All-Time-High. Das will ich auch immer wissen, wo das ist. Ich glaube allerdings nicht, dass das ausschlaggebend war dafür, dass der Markt hier gehalten hat. Das glaube ich einfach nicht. Das ist zufällig. Weniger zufällig ist es, dass wir jetzt hier einen Doppelboden haben. Also fast auf den Punkt genau. Das ging ganz schnell. So schnell konnte man gar nicht gucken. Und er ist auch gleich wieder hochgelaufen. Zurück zur Stochastik. Ich hatte hier ein Verkaufssignal. Das ist dieses Ding. Hier kommt gar nichts. Da gucke ich nicht drauf. Hier kam Verkaufssignal. Das war ein richtig gut. Das hat Spaß gemacht. Das war dieser Doji hier. Ein Long Leg Doji. Und hier kommt wieder. Da kommt ein Kaufsignal. Das ist hier. Also das macht eins rüber sogar noch. Das war dieser hier. Genau. Das war heute 14.000 und noch was. 14.070 glaube ich. So, wenn man das Ding hat, wohin kann der gehen? Also auf jeden Fall erstmal hoch. Und dann war das hier vom 22., jetzt muss ich überlegen, das war glaube ich der Dienstag, war das tief. Der hat es direkt wieder geschlossen. Also der Chart war da noch nicht sauber. Der hat es von unten wieder gesehen. Dann korrigiert ihr wieder. Höheres Tief als das, höheres Tief als das. Kleiner Aufwärtstrend, kurzfristig. So, und dann schließt er diese Linie hier, das ist die 14.513 und das war, ich gehe mal näher ran, das war das Schlusskursniveau 22 Uhr am Mittwochabend. 14.000, das heißt, wir haben das praktisch komplett diesen abverkauft ausgekontert, so kann man sagen. Das sind immer so die Ziele. Jetzt gehe ich mal nochmal zurück auf den Tag. So sieht es also aus im Tag. Wir sind wieder in das Band rein. Das bringt das obere dazu, dass es jetzt wieder leicht nach unten brechen wird. Ich glaube, dass die Volatilität sich reduziert. Deswegen glaube ich, dass die aufgegangenen Bänder sich jetzt auch wieder relativ schnell reduzieren werden. Die sollten zusammengehen. Die Volatilität insgesamt sollte rausgehen. So, was heißt es jetzt? Erste Annahme. Wir haben nach wie vor diese Nachrichten, die einen dazu zwingen zu reagieren, weil das wisst ihr nicht und ich weiß es auch nicht, ob um 13.52 Uhr Herr Putin eine Verhandlungsbereitschaft sagt. Das weiß nur er. Reiner Zufall, ob man da dabei ist oder nicht. Ich empfehle für diejenigen, die so ein bisschen ins Daytrading reingehen wollen, so 10 Minuten, Viertelstunden Charts, nicht viel kürzer, weil sonst da werdet ihr verrückt. Also ich werde damit verrückt. Dann es ist so, dass ich habe hier als Widerstände zum einen die altbekannte 14.815. Da sind wir hier. Und da ist momentan auch, aber das gilt nur für heute, die 20-Tage-Linie, die 10-Tage-Linie. Die 20-Tage-Linie verliert 50 Punkte pro Tag. Das heißt, die ist am Mittwoch ist die schon bei 15.000. Und das ist so ein gewisser Magnetismus, der zieht. Ich finde es von der Technik her okay, aber nochmal, wenn hier irgendeine Headline kommt, kann das alles vermasseln. Aber jetzt, ich versuche das mal auszublenden. Ich rechne eigentlich damit, dass er kurzfristig sich noch mal ein bisschen entlastet, also nach oben. Aber ich bleibe dabei, dass das hier mein Ziel sein wird. Ende April spätestens. So, am Montag 12 Uhr ist die Geschichte hier, Umgang mit ruppigen Marktphasen. Da geht es also nicht darum, dass ich ein Wunschkonzert mache, sondern vielmehr darum, dass ich zwei Möglichkeiten zeige, wie man so Schieflagen frustfrei behandelt, sagen wir es mal so. Das eine ist, wenn eine Aktie, ihr kommt rein, die Aktie ist 20% tiefer und das eine ist, ihr kommt rein und die Aktie fällt vor euren Augen. Das mache ich fest am Beispiel von SAP und von, Delivery Hero. Das zeige ich. Das ist am Montag um 12 Uhr. Ich werde hier auf YouTube unter mein Thumbnail, also unter das Bild, was da mal reinstelle, werde ich unten drunter einen Link machen mit dem Anmeldungslink. Da müsst ihr kurz auf YouTube, ihr müsst euch nicht anmelden bei YouTube, sondern ihr seht den Link unten drunter, drückt da drauf, könnt euch anmelden. Mal schauen, wer alles kommt. Ich habe eine Wette laufen, wie wir da sind. Also würde mich freuen, wenn es viele sind. Das ist Montag.
Und jetzt komme ich hier zu den Scheinen. Ich bleibe mal hier im Tageschart. Hol es mal ein bisschen näher ran. So. Ich habe folgende Call. Das ist eine Basis 13.763. Da sind wir noch unter dem Low. Also das wäre jetzt ziemlich bitter, wenn wir dieses Low schnell unterbieten. Aber nochmal, wir sind in einer Kriegsphase. Der Krieg ist vor unserer Haustür. Und das wollte ich auch noch sagen, weil ich wird ganz oft gefragt, wieso steigt der Markt überhaupt? Wieso, was ist denn da los? Ich habe das zweimal erlebt. Einmal beim Gorbi-Crash und einmal bei Griechenland. Da ging ganz Europa davon aus, oh, wir gehen runter. Was meinst du, wenn daher die Amis reinkommen, dann haben wir noch 5% im Minus drauf. Die Amis hat das aber nicht interessiert. Die hat kein Griechenland interessiert. Und der Gorbi-Crash hat die auch nicht interessiert. Ich habe heute mal so eine Stunde NTV gehört und wenn man dem Glauben schenken darf, dann wissen viele Leute in Amerika gar nicht, wo die Ukraine überhaupt nicht ist und die sind heilfroh, dass keine Amis, also keine Soldaten da sind und vor dem Hintergrund ziehen die ihren Stiefel durch. Die sind ja auch gefallen, die sind ordentlich gefallen, aber die sind gestern da nicht mehr gefallen. Das ist das, was vorhin sagte, um 14 Uhr kam kein Druck. So, wir Europa gingen davon aus, oh oh, dann gehen die jetzt richtig runter und Tschüssikowski. Hat aber nicht gemacht. Und deswegen wurden Shorts, die aufgebaut wurden, die mussten geschlossen werden. Und deswegen zieht das Ding dann nach oben. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir jetzt am Freitagabend bei, wo stehen wir jetzt, 14.515 ist. Das klingt echt böse. Da ist Krieg und die Börse steigt. Ja, also zumindest gestern ab Nachmittag und heute auch. Aber Börse und Moral, tja, das verdreht sich nicht. Ja. Schaut euch heute mal den Kurs von Rheinmetall an. Der ist bei 7% im Plus. Ja, warum? Weil sie neue Sachen herstellen dürfen. Weil jeder jetzt auf einmal schreit, wir brauchen neue Armee. Wie auch immer, ich wollte es nur noch mal ganz kurz sagen, wegen Börse und Moral, das hat nichts miteinander zu tun. 13.763 wäre also hier unten drunter. Das ist die GH81R8. Als Put habe ich eingenommen, der liegt oberhalb von der 20-Tage-Linie, die ja wie gesagt pro Tag so circa 50 Punkte fällt. Das ist die GK0VGU. Das ist eine Basis 15.253. Der liegt hier ungefähr. Also, ich kann nur nach wie vor sagen, bleibt klein. Da können noch einen ganzen Haufen Überraschungen kommen. Im Zweifelsfall keine schönen. Und während des Tages gibt es genügend Chancen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.